Hallo, willkommen zu einem neuen Replay. Heute habe ich ein interessantes Spiel, wie ich hoffe. Und zwar hat Kepals, ich habe ja schon mal mit ihm zusammen gecastet, der andere wird sich daran erinnern an ihn, ist auf einem eher, ich weiß gar nicht, wo der jetzt aktuell ist. Ich glaube, beim letzten Mal war der 1900 oder so, 1800. Also auch auf dem Dreh, wo ich ungefähr bin, wenn ich mich richtig erinnere. Und der spielt auf jeden Fall gegen Can't Stop Me, der bei 2000 MMR ist. Und das heißt, wir haben jetzt hier erstmal, ne, zwei gute Spieler gegeneinander. Aber viel interessanter ist, dass er das auch mit den Mustangs als Schafklier testen wollte, hat er gesagt. Und im Gegensatz zu mir spielt er halt nicht Standard, sondern Aggro. Das heißt, wir kriegen jetzt die Mustangs in der Pole Position. Also die sind ja in der Aggro-Formation, also Aggro, ne? Das heißt immer, dass man das Headquarter drauf möchte. Damit spielt er jetzt die Mustangs, während ich die ja heute in der Standardposition gespielt habe. Und dann sieht man schön so ein bisschen den Kontrast vielleicht. Ist natürlich viel zu früh, um aus diesen beiden Spielen dann zu sagen, oh, die Mustangs können das oder können das jetzt nicht, ne? Keine Frage, viel zu früh. Aber muss ja irgendwo einen Anfang machen, das machen wir jetzt hier mit. Und daher schön, glaube ich, dass wir jetzt mal die beiden Sachen betrachten können. Wenn ihr da auch Erfahrungen sammelt, ja, sowohl in der Aggro als auch in der Standardposition, schreibt da gerne mal, was eure Erfahrungen ein bisschen sind. Ja, jetzt gucken wir erstmal. Also generell würde ich auch sagen, die Mustangs sind in der Aggro-Position sehr viel stärker, ne? Weil die einfach gerade, wenn er gegen Feng startet, ne? Die kommen ja mit den Speedballs mit, rollen den alles auch da vorne weg. Wenn eine Handvoll durchkommt, können die das Headquarter snipen. Also das ist sehr angenehm. Mustangs in der Aggro-Position ist eine der wenigen Positionen, wo ich die auch als Startkarte wirklich gesagt hätte, geht so ein bisschen. Ist trotzdem unbeliebter mit der Zeit geworden, tatsächlich. Wir können ja mal gucken, ob sich das vielleicht mit der Zeit auch jetzt ändern wird. Vielleicht auch mit so einem Spiel. Mal sehen. In jedem Fall würde ich. Also, das Ding ist folgendes: Ich habe bei meinem Spiel heute, hatte ich das Gefühl gehabt, dass mir das Momentum am Anfang fehlt. Ne? Diese Initiative ergreifen. Eben weil der Mustang doch zu teuer ist im Vergleich zu solchen Arclight, der den gleichen Job gemacht hätte. So, aber was ist auf der Standardposition? Kann sich das natürlich ganz, ganz anders äußern, als das jetzt in der Aggro ist, weil gerade bei der Aggro muss man die Headquarter snipen. Wenn man da die Initiative verliert, dann ist der Aggro vorbei, ja? Ihr habt nicht ewig Spielzeit, also ihr könnt nicht erst bei Runde 6 stark werden, das geht nicht als Aggro. Dann steht ihr ja mit der ganzen Armee in der Scheißposition. Das heißt, eigentlich überraschenderweise hat es trotzdem früher damit gut geklappt, obwohl es mich Momentum heute gekostet hat in der Standardposition. So dass die Einheiten vielleicht da wirklich einen kompletten Dreher machen könnten, falls das funktioniert. Aber früher sah das halt so aus. Ne? Also kein Mensch hätte früher, glaube ich, die von hinten gespielt auf höheren MMR, die Mustangs. Okay. Und er macht das halt jetzt. What the fuck, Mann? Okay. Er will wahrscheinlich die beiden Dinger hier haben. Genau. Also, ne, dass das Momentum halt da vorne mit denen eher aufgemacht wird. Aber lassen wir uns gerne mal überraschen, was jetzt hier abgeht. Dass man nicht sagen kann, die geben kein Momentum, sondern sagen kann, an der Front geben sie Momentum, im Standard geben sie kein Momentum, dass es vielleicht auf dieser Schiene ein bisschen mehr läuft. Aber ja, gucken wir uns jetzt erstmal das Spiel in Ruhe an. Also nochmal zur Erinnerung, der Hauptunterschied vom letzten Patch, der jetzt die Mustangs vielleicht sinnvoll macht, ist halt, also die Fangs haben sie vorher schon besiegt und jetzt können sie die Crawler, weil sie weniger Lebenspunkte haben, vielleicht auch besiegen. Loose Formation ist schon rausgenommen. Und viele haben halt Loose Formation gespielt. Und dann war der auch nochmal relativ gut, ne? Und man hat jetzt quasi drei Gründe, die zu spielen dadurch, ja? Gegen Loose Formation, gegen Crawler allgemein und gegen Fangs sowieso schon. Und dann manchmal noch als Flugabwehr, nicht einfach mal fünf Wespen oder so kommen mit dem Drop, ja? Dass man dann eine Runde nur deshalb verliert. Also gibt es eine Reihe von Gründen und den Standard-Crawler besser zu besiegen, ist tatsächlich kein unbedeutender Grund, ja? Weil der Crawler, die Nummer ein, also die gibt es ja in jedem Spiel in Massen, die Viecher, ja? Ja, und jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen, was er da anstellt. Ja, der wollte da rechts durchschneiden. Hätte ich jetzt für ungewöhnlich erstmal gehalten. Also stell dir vor, die wären nicht sehr links gewesen, hätten ja die ganze Zeit mitgeballert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen will, dass das schlecht ist, weil ich spiele ja nicht Aggro, weil ich mich ja nicht aus dem Fenster lehne. Aber normalerweise ist ja einer der Vorteile des Aggros, dass man durch die Übermacht lokal eine Überlegenheit hat, wo man den Gegner mit weniger Verlusten kaputt macht. Und dass man dann das Headquarter bekommt und den Rest aufmobbt, ne? Oder noch in der Schlacht vielleicht sogar das Headquarter bekommt, je nachdem wie die Lücken sind. Und wenn man dann, ne, 400 Punkte jetzt, also eine ganze Runde nach rechts unten am Bildschirmrand setzt, dann haben die all diese Vorteile nicht. Aber wie gesagt, ich bin kein Aggro-Spieler, also vielleicht hat er ja damit verhindern wollen, dass jemand mit dem Beacon da reinläuft oder so und das erwartet. Obwohl meiner Meinung nach bei den meisten Aggro-Spielen das auf Runde 5 erst kommt. Vielleicht kann ja Kepals was dazu schreiben, warum es da unten da so ein Blob steht. Weil er hat ja dadurch hier Zeit, ne, kurzfristig eine Unterlegenheit gehabt, die er sonst nicht gehabt hätte, hätte er die nicht da unten hingestellt. Und die Einheiten waren ja völlig tauglich, um das da wegzuräumen, hätte ich gesagt. So, jetzt haben wir hier den Flächenschaden. Da kommt das preiswertete Öl. Öl ja generell gegen Aggro ganz stark. Und das Öl kostet ja jetzt weniger als im letzten Patch. Von da vielleicht eine wirklich gute Anti-Aggro.
Das Ding ist halt, dass da keiner kämpft. Also, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, ich finde, Artillerie ist relativ schwach gegen Aggro, ne? Weil alles, was beweglich ist, nicht gut ist für die Artillerie. Guck mal, wie es hier jetzt gleich läuft. Und das mit dem Öl, also wird das reichen? Also, ich finde die Tarantel auch sehr schwach gegen alles immer noch, aber es recht gegen die Steamboys. Vielleicht ist die Hoffnung, dass er das verlangsamt, die Artillerie trifft und die Steamboys kaputt machen und die dann den Krempel dahinter. Das sagst die Kombo. Sie sagt 2000 MMR. Weiß man davon, Top 100? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein guter Spieler. Der weiß schon, was er macht. Der hat sich dabei das bei gedacht, wahrscheinlich. Aber man sieht halt jetzt, dass die halt aus dem Stand feuern. Niemand wird im Öl wirklich gestoppt in irgendeiner Form. Satellit. Jetzt kommt hier Seidenbürsten. Weg ist das Ding. Obwohl das auch doppelt gemoppelt ist, ein Stück weit. Ne? Weil die Steamboys es ja wahrscheinlich geschafft hätten, wenn nicht im Satellit verreckt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das Flugabwehr auch geholt hat, um auf die gegnerischen Vögel zu reagieren. Ja, also die Mustangs 185 Kills, ja, 131 Kills. Klar, der rechts unten hat keine kleinen Viecher. Also der Chafklir, der ist brutal gut gerade bei ihm. Man muss jetzt natürlich auch die Frage stellen, ob man wirklich einen Fang an die Front stellen musste. Also er hat ja nur Fangs an die Front gestellt, wenn der Gegner mit Mustangs beginnt und offensichtlich einen Rush-Setup fährt, ne? Oder mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das sind ja nur schnelle Einheiten und Mustangs starten, ne? Ich bin der Einzige, der Mustangs hinten spielen würde, glaube ich. Er hat ja wirklich Fangs dahingestellt. Also die sterben jede Runde ohne jeden großen Effekt und tanken auch nicht lange. Also ne, normalerweise würde man ja nicht mit Fangs auf Mustangs reagieren. Das ist eigentlich eine der schwächsten Kombos. Und er hat Schaffkontrolle umsonst an den Gegner abgegeben, hätte ich jetzt gesagt. Dann hätte ich auch zum Beispiel Crawler dahin sortieren können, ne? Und die hätten halt ein paar Schüsse mehr ausgehalten. Ja, also das ist schon super brutal hier. Die können aus dem Stand alle Fangs direkt wegholen. Und Crawler, ja, die schießen jetzt aus dem Stand einfach mal im Kreis. Obwohl man da auch fragen muss, ob die Range notwendig war, weil die ja aus dem Stand jetzt alles treffen. Das haben sie vorher eigentlich auch schon gemacht, ne? Also das macht sicher ein bisschen besser, aber hätte man vielleicht ein anderes Upgrade vergeben können. Vielleicht warten, ob der All in Luft geht, obwohl das bei Öl auch unwahrscheinlich ist. Von da ist das vielleicht eigentlich auch gar nicht nötig. Aber ich denke, was sie ankündigt hier ist Feuer, ne? Genau. Ja, der will das jetzt preiswert abbrennen, das Ganze. Da muss man natürlich hoffen, dass das Öl auch richtig fällt. Das hat er eben gut ausgesehen. Und ja, der sind auch die Reichweite wahrscheinlich ausgegeben, damit er ja keinen Schritt nach vorne geht, damit er nicht ins Öl und Feuer geht. Also schon eine gute Idee da von Kepa wahrscheinlich. Nicht sicher, was der mit dem Öl da vorne möchte. Also jetzt kommt hier die Öl. Feuer. Aber er brennt halt nichts ab, oder? Also selbst wenn er die Crawler da zur Hälfte bekommen hätte, so episch ist das nicht. Und die stehen halt nicht im Feuer, ne? Also ich denke mal, ohne Range hätten die da aber trotzdem aus dem Stand noch gefeuert zum Großteil, oder? Die waren ja eben, in, also da war ja nicht viel Laufweg. Also das Feuer super ineffektiv. Und wie gesagt, Artillerie gegen Rush ist eigentlich, könnt ihr völlig in die Tonne kloppen, das macht eigentlich fast nie was. Also er hat das wahrscheinlich wirklich wegen dem Öl ein bisschen eingeplant. Ja, tricky. Ich glaube, dass der Kamerad Can't Stop Me hier schwer noch die Fresse jetzt kriegt. Giant hat er noch. Also er hat halt einfach sehr viele Einheiten, die sehr wenig Nutzen haben. Jetzt kriegt der Gelevelte vielleicht auch noch ein Damage-Item da unten. Also das ist schon sehr teuer für das Öl, dafür, dass es im Prinzip gar nichts macht, muss man halt sagen. Ne? Diese vielen Taranteln, die er hat, die machen ja eigentlich auch kaum viel was. Ne? Also was für ein Upgrade möchte er da ausgeben? Also das ist ein ineffektiver Aufbau in jeder Hinsicht. Vom Chaff bis zum Chaff Clear bis zu den Damage-Dealern. Da ist wirklich nichts, was im Moment irgendwie Stärke zeigen kann im Norden. Deswegen wir auch ein 100 zu 0 Ergebnis gerade noch sehen. Es kommt hier nochmal gegen das Öl und das Feuer und das auch nicht wirklich viel Damage-Dealer, sondern diese eine Artillerie. Die große Flanke. Den hat er wahrscheinlich gesetzt, damit die genug Zeit haben, das Öl und Feuer zu legen. Vermute ich mal. Wo lohnt sich das mit den defensiven drei Dingern da? Fangen die viele Raketen ab? Oft muss ja nur eine Rakete durch, damit so ein Ding stirbt, ne? Das wäre eben auch mein Punkt für die Range gewesen. Hätte man eventuell das spielen können. Ich weiß nicht, ob man die Ölraketen abfängt, die haben sehr häufig mehr Leben, als einem lieb ist. Aber dann hätte man auf jeden Fall die Raketen bekommen. Könnte man ja gleich mal testen, aber ich glaube auch, dass man wahrscheinlich 3 bis 4 bräuchte mit Raketenabwehr, um die Raketen da rauszuholen. Also Range war vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir können es ja gleich mal testen, also nur aus Neugierde. Ich weiß nicht, Runde 3, 4, wann das war. Gucken wir gleich mal.
hätte ja Range ausgegeben. Meiner Meinung nach sehr, sehr schwach, weil, also wenn jemand auf euch zurennt, kriegt ihr aus Range sehr, sehr wenig raus. Ja, eigentlich fast selbsterklärend, hätte ich gesagt. Öl kommt noch nicht mehr in die Front. Da ist ein bisschen Block für seine eigenen Leute zum Abbrennen, okay. Ja, also diese Ölgeschichte, ich habe es ja auch mal versucht. Ich habe ja auch ein Spiel verloren, weil ich Öl geholt habe. Also dieses Öldinger da, ich weiß es nicht. Also, was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass sie das so gleichmäßig verteilen, also eine Linie, weil die wahrscheinlich auch das gleichmäßig abfeuern, ne? Das war nicht so effektiv da unten, oder? Jetzt fangen sie die Dinger ab, aber ja, hätte man sich, glaube ich, schenken können. Jetzt brennt er. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus für die Mustangs. Also die, ne, 300 Kills, die massakern auf jeden Fall das Kleinvieh. Aber ich kann es immer nur noch betonen. Also ich wüsste auch keinen, also ich bin überrascht, dass das halt ein Topspieler ist, wenn der halt Fangs aufstellt gegen Mustangs. Das wird niemand normalerweise machen. Niemals, ne? Das ist wirklich super ungewöhnlich, was er da getrieben hat. Der Test wäre vielleicht ein bisschen aussagekräftiger für uns nachher, hätte der halt Crawler benutzt im großen Umfang gegen die Mustangs. Weil dafür ist ja der Unterschied jetzt eigentlich auch da, ne? Also das mit den Fangs, das ist eigentlich, steht auch nicht zur Debatte, dass das, ne? Mustangs Fangs töten wie Sau. Das wissen wir alle. Von daher, sehr komische Wahl im Norden, sehr komische Wahl. Vielleicht sagt er ja, dass das mit den Crawler nicht mehr klappt, deswegen hat er sie nicht dahingestellt. Aber das ist ja keine Lösung, ohne Chaff Control zu spielen. Ne? Also Chaff Control müsste jede Runde neu etablieren und drum kämpfen. Und das scheint er hier nicht zu wollen. Den Steamball vermute ich. Das mit der Range ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ja, ihm fehlt halt jetzt Schaden wahrscheinlich im Norden, ne? Der Rhino hackt sich da jetzt durch, vermute ich. 100.000, der will das machen, 100.000 Schaden von denen. Plus Heal, ne? Also, da ist ja niemand, der Schaden austeilt, außer jetzt der eine da und der ist ja links oben. Die Taranteln sind ja für den Schafklier da. Selbst wenn die das super machen würden, Preis-Leistung, und das sage ich stark zu hinterfragen, wer ist denn für den Schaden dann zuständig in dieser Armee dahinter, ne? Also keiner profitiert von dem schnellen Clear, weil die machen ja keinen Schaden, damit erst recht nicht. Und die Frontline ist ja super tanky da im Süden. Dann hat sich halt für Chaff Clear entschieden und für Utility entschieden, ne, mit Feuer und Öl und so weiter. Also ihr könnt keine ganze Kategorie auslassen. Und genau das hat er aber gemacht. Also Chaff Clear und Damage, ja. Das sind so die drei Kategorien, wenn ihr es halt einfach halten wollt. Der manche Topspieler machen da 8 Kategorien raus oder 10, das könnt ihr halten, wie ihr möchtet. Aber hier fehlt auf jeden Fall auf der Nordseite die Damage-Kategorie. Ja, die wurde hiermit versucht anzufangen, keine Frage. Nur an einer Seite ist natürlich zu wenig, ja. MMR. Aber die haben auch mal schlechte Tage, die Freunde. Ich will jetzt nicht Kepals Leistung hier schmälern. Er hat ja da einen guten Plan und stellt die auch gut auf die Einheiten mit Sicherheit. Er nutzt ja auch jede Schwäche schön aus. Aber ich glaube halt, dass wirklich der Topspieler da oben einen Fehler nach dem anderen begeht. Mit dem Chaff, übertriebenen Chaff-Clear, fehlenden Schaden, solche Geschichten. So, jetzt müsste auf jeden Fall diese Runde Schaden kommen. Ohne jede Frage Schaden. Das Problem ist halt, dass er die so ignoriert hat, die Basics, wenn ich das so nennen darf. Dass die beiden schon Level 3 sind und natürlich alles töten, egal was er da hinstellt. Also Panzer mit Panzerplatte wäre die letzte Lösung, oder wenn die Panzerplatte gehabt hätten, ne? Hat er denn jetzt gekauft im Norden? Immer noch keinen Schaden. For real? Kommt vielleicht noch? Er hat noch 1000 Geld über, er kann noch kaufen. Und 30 Sekunden, überlegt halt sehr lange. Der Schaden soll über die Fangs kommen. Also, wenn man die Fangs so ausgibt, sind die Chaff clear, okay?
Abgesehen davon, dass die Hälfte der Fangs sowieso reihenweise im Instant stirbt, weil die Mustangs halt überall da stehen, ja. Also er hat sich jetzt sein Sharpclear umsonst geschwächt, wenn ihr so wollt. Hat eigentlich auf Schaden verzichtet, ja. Sharpclear hat er ja schon. Nee, andersrum. Also er hatte ja Sharpclear, hat das jetzt verdoppelt den Sharpclear und hat das Geld dahingegeben von den Einheiten, die sofort sterben. Was war das? Das wird niemals funktionieren. Niemals! Also keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Kein Plan. Also niemand würde Fangs gegen Mustangs spielen. Niemals. Und genau das hat er halt jetzt gemacht. Nicht nur gespielt zum Kanonenfutter, sondern denen halt, ne, all sein Geld gegeben für Upgrades. Aber war doch nicht gegen Mustangs. Vielleicht wurde sein Account gehackt? Da will er nicht fies sein, aber jetzt tut mir doch mal einen Gefallen. Also da muss man ja keine 2000 MMR für sein, um zu sehen, dass das ein Fehler war, oder? Also manchmal muss man raten, ja, oder rät man falsch. Manchmal hat man Pech. Manchmal macht man auch dumme Fehler. Aber das war schon frontal an die Wand eingeloggt, oder? Na gut. Ja, das Problem ist immer noch, dass er zu wenig Schaden hat, ne? Also wir sprechen hier von 100.000 Heal, der vorbeiläuft. Der Stapel ist schon vorbei, okay. Also der Stapel ist schon eine ganze Menge. Also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Also hätte er Schild ausgegeben, das hätte ich fast verstanden, ja, weil er so viele Fangs aus irgendeinem Grund hatte. Aber selbst das wäre komisch gewesen. Aber den jetzt Doppel-Upgrade zu geben, vor allem Range, wo der Gegner genau vor ihm steht, wer profitiert denn von der Range da? Also, keine Ahnung, was da der Gameplan war, null Ahnung. Also was hätte man da jetzt machen können im Norden? Naja, also wenn man den, wo ist er denn hier, den Skorpion nicht benutzt, dann verkaufen, weil er zu teuer ist. Das ist schon mal ein Punkt. Aber ja, er hätte auf jeden Fall Schaden gebraucht. Also Panzerplatte für die wäre nice gewesen. Also vielleicht hätte man in dem Set auch versuchen können, ich kann es ja mal machen, aber ich weiß nicht, ob es noch geht, weil er aus irgendeinem Grund so viele Taranteln hat, ne? Dass man denen einfach nochmal das hier gibt, damit die ein bisschen mehr Schaden machen. Ja? Aber die Steeboards, wenn die einmal einloggen, kriegt man die nicht mehr tot. Da ist ja kein Damage-Dealer dabei, ne? Vielleicht über die Vögel? Wenn man die Panzerplatte ausgibt, überleben die halt unter Umständen, ne? Die haben schon zu gut gelevelt, aber vielleicht überleben die unter Umständen dann gegen das und sonst gibt es keine Luftabwehr. Lass mal die Panzerplatte versuchen. Aber ich glaube, dass da einfach jede Runde eine Weiche falsch gestellt wurde, gefühlt. Jede Runde. Ach so, genau. Habe ich falsch rum angeklickt? Ne, ist die richtige Seite, ne? Genau. Hat sie halt jetzt gedreht. Genau, wir würden das jetzt machen. Also, wie gesagt, es gibt zwei Varianten, die über die Panzerplatte oder das da. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal über die Panzerplatte. Weil hier mit dem Rage kriegen wir nicht ganz so viel raus wahrscheinlich. Man nicht besser durch, ne? Speed haben wir auch schon. Wenn ich mich hier hinstelle gleich, kriege ich den vielleicht noch geslowt. Aber ein Satellit. Der tötet halt die ganzen Viecher, okay. Ja gut, das hat sowieso nicht geklappt. Selbst eine Panzerplatte sterben die sofort gegen Satelliten. Das war ein Satellit. Tja, dumm gelaufen. Das ist natürlich dann noch dümmer als es eben war. Den habe ich nicht gesehen, den Satellit. Ich weiß nicht, ob der frisch gekauft wurde. Okay, dann klappt das sowieso nicht. Hier vorne sieht man, dass die Panzerplatte sonst funktioniert hätte. Ne? Die sind jetzt immun dagegen. Wäre ich nicht einen Satellit reingedonnert, hätte ich jetzt hier wahrscheinlich auch ein Massaker veranstaltet. Genau, aber die Panzerplatte wäre vielleicht eine Option gewesen. Das Problem ist halt, dass er das Öl ausgegeben hatte, ne? Das super ineffektiv war. Ja gut, also was wir jetzt gesehen haben, ist auf jeden Fall, dass der Mustang hier in der Agro-Position funktioniert hat. Ich würde aber sehr stark hinterfragen, wie weit das Spiel repräsentativ ist für das Elo.
Von da müssen wir mal abwarten. In jedem Fall können wir jetzt festhalten, dass sowohl in meiner Standard- als auch in dieser Akkuposition beide Spiele der Mustang seinen Job gemacht hat. Aber ich würde da gerne noch ein paar das Sample vergrößern. Also das war völlige Kokolores, das Spiel. Völlige Kokolores, was der da getrieben hat im Süden. So, ich bin weg. Ciao, ciao.